So, und willkommen zurück hier beim Sonnenordnen. Wir sind ja, ja, wir haben quasi die Expedition im Reich der Orks beendet und sind da auf, ja, eine böse Überraschung gestoßen, denn wir haben wohl, wir wissen wohl, was für das Verschwinden der Ritterschreiber verantwortlich ist. Ja, wollten dann jetzt wieder zurück zu den Nachtwächtern, doch die Nachtwächter, die hier auch stationiert von dem Eingang sind, seltsamerweise auch alle tot. Und ja, und jetzt gehen wir erstmal nach draußen, um danach zu sehen. Aber auch hier sind alle tot. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht konnten einige fliehen und sind noch am Leben. Das hoffe ich zumindest. Wir müssen so oder so wieder nach Frostendorf zurückkehren. Tja, hier jedenfalls. Also den jedenfalls hier ist nicht mehr zu helfen, so viel ist sicher. Auch hier liegen einige Tote von denen. Genau wie hier. So, und ich glaube, jetzt kann ich eigentlich auch wieder mein Feuerschwert ausrüsten. Werde ich es wahrscheinlich wieder gut gebrauchen können. Und da wir es ja jetzt nicht mehr so sehr mit Orks zu tun haben, werde ich auch für mich wieder den Berserkerring nehmen. Ihn für mich beanspruchen, so. Speichern und ab in den Wald. Verdammt, was ist denn bloß mit euch auf einmal passiert? Weichet von mir. Hey, stopp! Tja, und los geht's. So, herzlich. Feuerkugel. Stärke natürlich. Da, der ist auch schon weg. Tja, was ist mit diesen drei Nachtwächtern nur passiert, frage ich mich. Spielt keine Rolle, sind jetzt alle tot. So, drei Silberschilder haben wir bekommen. Oh. Tja, da müssen wir uns wohl oder übel von drei Stahlmessern verabschieden, wieder einmal. Also einmal das, einmal das, einmal das. Weil alles andere ist eigentlich zu wertvoll. Und dann W, natürlich die Silberschilde nehmen. Und das Cape. Ach du meine Güte, ich danke euch vielmals. Ich habe echt keine Ahnung, warum sie auf einmal so geworden sind. Außerdem sahen sie irgendwie halb erfroren aus. Aber am besten erzähle ich euch, wie es zu unserer Flucht kam. Zuerst kamen die Orks zu uns und durch. Es war ein aussichtsloser Kampf, da es mit der Zeit zu viele wurden. Wir mussten aus der Mine fliehen, die Orks verfolgten uns nicht weiter, aber dafür etwas anderes. Dieses Wesen war so schnell, dass man es kaum sehen konnte, nur schemenhaft. Es schien einem Menschen ähnlich zu sehen, bis auf die extrem weißen Haare und den rot leuchtenden Augen. Jedenfalls hatte dieses Wesen im Nu alle Männer getötet, bis auf mich und meine drei Kollegen, die ihr von getötet habt. Aber es hatte meine drei Kollegen verletzt und kurz darauf sind sie zu diesen seltsamen Eismenschen geworden. Ich habe keine Ahnung, was das für Wesen, was es für ein Wesen war, aber ich bin mir sicher, dass es dafür verantwortlich war, dass sich meine Kollegen in diese Dinger verwandelt haben. Beängstigend. Jedenfalls sollten wir so schnell wie möglich wieder nach Frostendorf und berichten, was wir gesehen haben. Wir haben nämlich ziemlich tief in der. Wir waren nämlich ziemlich tief in die Mine eingedrungen. Und nun ja, wir haben da auch ein Wesen gesehen. Es sah aus wie ein Dämon. Und es hat alle 700 Nachtwächter mit nur einem Angriff ausgelöscht. Ein Dämon? Ein Dämon, der 700 Mann auf einen Streich getötet hat? Ich weiß, wie verrückt das klingt. Aber so ist es. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Hier scheinen übernatürliche Dinge zu laufen. Hoffen wir nur, dass es dieses Wesen, was meine Männer auf dem Gewissen hat, nicht verfolgt. Denn gewinnen können wir dagegen nicht. Es scheint unverwundbar zu sein. Sollten wir auf dieses Wesen stoßen, kämpft nicht, sondern lauft. Glaub mir, dies ist kein normales Wesen. Wenn ihr nicht flüchtet, wird es euch töten. Glaub mir. Verstanden. Jetzt sollten wir aber wirklich los. Reden können wir auch noch, wenn wir in Frostdorf sind. Richtig, brechen wir auf.
Immerhin einer der Nachtwächter hat überlebt. Drei seiner Kollegen sind zu so etwas wie Eismenschen geworden. Daher mussten wir sie töten. Außerdem, sagt Leon, im Frostball treibt sich eine gefährliche Kreatur im Wald herum. Wir sollten so schnell wie möglich nach Frostendorf zurück und dem Kommandant der Nachtwache Bericht über alles erstatten. Tja, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Aber erstmal werden wir selbstverständlich Silberschild ausrüsten. Da. Silberschild. Silberschild. Wunderbar. Und es geht den langen Weg zurück nach Frostendorf. Ich will nicht gegen Dämon kämpfen. Tja, im Prinzip müssen wir jetzt auch nichts weiteres machen, als hier dem Hauptweg folgen. Wir wandern einfach immer schön weiter durch den Winterwanderwald und jetzt haben wir hier ein paar Wunderwölfe. Ja. Ja gut, dann schleiche ich natürlich einfach mit meinem Feuerschwert zu, ist ja ganz klar. Und hier mit der... Oh! Jetzt habe ich ja die Gruppenstärke, das ist ja noch besser. Ich glaube, da bin ich sogar ein kleines bisschen überlevelt, kann das sein? Ja gut, ich habe ja auch aufs Queen jetzt noch ein bisschen trainiert, kann man sagen. Und auch so an sich habe ich ja recht viel gekämpft. Naja, und wenn man überlevelt ist, dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher, ist ja klar. Aber trotzdem immer noch nicht zu einfach. So, dann einmal so und dann mal wieder die Feuerkugel. So, du kannst dich mal heilen. Dann sollte das doch kein Problem hier mit den Wölfen sein. So, nochmal so. Ja gut, dann müssen wir mal speichern nach so einem Wolfskampf. Ja komm, euch nehmen wir auch nochmal mit. Und natürlich wieder die Gruppenstärke. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall mich heilen. Jetzt mit den Sebastian. Und wieder einmal ein erfolgreicher Kampf. Ups. Oh ja, da ist die Kreatur. Nur so einmal als kleine Demonstration. Werde ich erstmal nicht fliehen. Denn wie man sieht, er weicht einfach allen Attacken aus, weil er so schnell ist. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig als zu fliehen. Es muss wieder zur Kräftung kommen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, um abzuhauen. Lauf. Ja, so ist es. Lauf. Denn gegen den kann man gar nicht gewinnen.
Es kann natürlich auch sein, dass die Flucht hin und wieder dann scheitert. Da muss man dann quasi so lange versuchen zu flüchten, bis es dann auch klappt. Irgendwann klappt es auf jeden Fall. Tja, aber eine Chance hat man gegen das Ding auf jeden Fall nicht. Und da haben wir wieder ein paar Wölfis. Und dann nehmen wir natürlich wieder die Gruppenstärke. Sehr gut. Dann einmal auf dich, und das geht auf dich. Jetzt will ich schon mal einen großen Energiedrink nehmen. Ja, und Massenheilung wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht jetzt in dem Fall, aber nee. Nee. Ich glaube, ich werde gleich einfach wieder ein Brot zu mir nehmen. So, wo war das genau da? Wunderbar. Ach, der Ork, der kann doch schön weiter spazieren gehen im Wald. Den lassen wir einfach mal, weil wir so gnädig sind. Ja. Ansonsten gehen wir einfach weiter den Wald entlang. Schlendern durch den Schnee und sind auch schon raus. Und jetzt, ja, müssen wir quasi nur noch nach Frossendorf und das war's dann auch schon für uns tatsächlich. Erstmal. Nichts wie hin nach Frostendorf. Oh, noch ein einsamer Ork, der da seines Weges geht. Naja, aber man merkt schon, die Kämpfe machen doch schon einen großen Teil des Spiels aus. Vor allem schwere Kämpfe sind das ja. Und das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich das Let's Play hier mache. Damit ihr da zumindest eben die Story kennenlernt und so weiter. Und euch selber eventuell nicht damit herumquälen müsst, falls so etwas gar nicht euer Fall ist. So, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal nach Frossendorf. Ihr seid zurück, aber wo ist der Rest? Es tut mir leid, Kommandant. Ich bin der einzige der 1000 Nachtwächter, der überlebt hat. Doch ohne diese 4 Sonnensöldner wäre auch ich nicht lebend zurückgekehrt. Bitte was? Was ist denn da draußen vorgefallen? Einiges. Zum einen waren noch immer viele Orks in der Mine. Nicht so viele wie anfangs, aber immer noch genug. Jedenfalls mussten wir uns zurückziehen, da es einfach zu viele wurden. Doch sobald wir draußen waren, wurden wir von einer menschenähnlichen Kreatur verfolgt. Und sie konnte die meisten töten und diejenigen, die es verletzt hat, wurden kurz darauf zu, naja, Eismenschen. Sie sahen nicht nur wie halb erfroren aus, sie haben auch vollständig ihre Menschlichkeit verloren. Sie scheinen nur noch Einsamsinn zu haben, jeden Menschen zu töten, der ihnen über den Weg läuft. Des Weiteren schien diese Kreatur unverwundbar zu sein. Und selbst wenn man mal einen kräftigen Hieb landete, sind die Verletzungen noch im selben Moment wieder verheilt. Alles, was wir tun konnten, war davonlaufen. Und tief in der Mine haben wir so etwas wie einen, ich sag mal, Dämon gesichtet. Er hat 700 Mann mit nur einem Angriff vernichtet. Und ich bin mir absolut sicher, dass dieses Ding auch für den Tod der ganzen Rittersteinmacht verantwortlich ist. Mein Gott. Eismenschen, unverwundbare Wesen, Dämonen, 700 Mann auf einen Streich getötet. Jens, der Mauer scheinen übernatürliche und vor allem übermächtige Wesen zu leben. Das Schlimmste daran, wir scheinen nichts dagegen ausrichten zu können. Der König hatte gehofft, wenn die Orks in dem Reich ausgemerzt werden, würden die Angriffe in Forsten noch weniger werden.
Nun, die Orks sind mittlerweile weniger geworden, aber ob das reicht? Und wir können nur hoffen, dass diese anderen Kreaturen dort bleiben, wo sie jetzt sind. Der eine Ritter, der es hier zurückgeschafft hat, muss ein echter Glückspilz gewesen sein. Er war schwer verletzt und hatte einige Verbrennungen am Körper. Vermutlich ist er dem Angriff dieses Dämon gerade noch so entkommen. Dass er es dann überhaupt noch bis hierhin geschafft hat, ist eigentlich ein Wunder. Jedenfalls scheint er wieder in einem stabilen Zustand zu sein. Er macht allerdings seltsame Geräusche beim Schlafen, so als ob er Schmerzen hätte. Aber wahrscheinlich sind es nur Albträume. Nach dem, was er alles durchgemacht hat, ist das aber auch mehr als verständlich. Wie auch immer, ihr habt herausgefunden, was es mit dem Verschwinden der Truppe auf sich hat. Damit ist euer Auftrag erledigt und ihr könnt dem König Bericht erstatten. Ich werde auch wieder zur Mauerfestung zurückkehren. Ihr, Leon, ihr und die anderen neuen Nachtwächter bleiben hier. Falls sich der ein oder andere Ork in die Stadt hier verirren sollte. Sehr wohl, Kommandant. In Ordnung, Söldner, dann lass uns gehen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Der Ritter scheint sich im Schlaf zu winden und zu schreien. Ich habe versucht, ihn zu wecken. Aber es bringt nichts. Es scheint so, als würde er irgendwie um die Kontrolle seines Körpers kämpfen. Ich wüsste auch nicht, was für Medikamente ich ihm noch geben sollte. Erst schien sein Zustand stabil zu sein. Doch jetzt mache ich mir Sorgen um ihn. Ich hoffe, es wird wieder besser mit ihm, sonst weiß ich wirklich nicht, was ich noch für ihn tun könnte. Tja, was da wohl passiert ist. Tja, auf jeden Fall haben wir diese Quest jetzt erstmal abgeschlossen. Und es geht weiter mit der. Nun, wo unsere Mission offiziell beendet ist, können wir zurück nach Königstadt und König Siegfried über all die Ereignisse jenseits der Mauer berichten. So ist es. Doch zuvor werden wir ja noch der einen Dame Bescheid sagen, was es mit dem Verschwinden des Ehemanns auf sich hat, also dieser eine Nebenquester, und dann können wir aber tatsächlich auch schon zum König aufbrechen. Ausrüsten. So. Dann einmal hier. Und ich glaube, das war auch schon direkt in der ersten Etage. Wir haben euren Mann gefunden, allerdings tot. Es tut mir leid, wir fanden seine Leiche in einer Eishöhle. Jenseits der Mauer. Er ist durch Frostbrand gestorben. Vermutlich hatten ihn die Frostechsen mit den Eisnadeln erwischt und er hatte keine Wärmetränke mehr. Oh nein, mein armer Mann. Ich hatte es befürchtet. Er wollte ein besseres Leben für uns und nun hat er gar keins mehr. Doch durch euch habe ich Gewissheit. Hier, nehmt eure Belohnung an euch und lasst mich jetzt bitte allein, ja? 5 von Molotov-Cocktail. Naja, das ist ja die Hauptsache. Und abgeschlossen, die Mission. Bitte, ich brauche Zeit für mich allein. Na dann. So, hast du nicht noch was zu sagen? Es war mir eine Ehre, mit euch zusammengearbeitet zu haben. Ich wünsche euch jedenfalls noch viel Glück bei euren weiteren Missionen. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Genau. Kostenlose Heilung nicht zu vergessen. Und verkaufen wir doch ganz gut, denke ich. So, also, eine Perle. Dreimal Topaz. Einmal Bernstein. Goldkrug. Zweimal. Eine Goldschale. 14 Echsenschuppen. Silberschwert. Ja klar, wir haben ja schon zwei. Silberspieler nur einen. Einen will ich ja noch für Sebastian behalten. Dann Stahlmesser. Boah, das geht aber viel. Silbermesser. Silberpistole. Silberstab, jawohl. 8 Bronzemesser.
5 Giftmesser, 3 Stahlschilde. Meine Güte, da ist aber echt einiges zusammengekommen. Davon kann man sich natürlich bestimmt wieder ein bisschen ordentlich was leisten eigentlich. Würde ich mal sagen. Am besten alles für Mollys ausgeben. Genau. Ansonsten würde ich jetzt erstmal den Sebastian nochmal mit dem Silberspeer auf jeden Fall ausrüsten. Ist ja ein bisschen stärker dann. Genau. Ja, und genau, für mich im Prinzip dann auch erstmal wieder die. Obwohl, nee. Moment, da war ja noch das Questlog. Eiskalter Stahl, genau. Einen Weg finden. Um das Bastardschwert des Eises nochmal ein bisschen zu verbessern. Gott sei Dank weiß ich ja auch wie. Beziehungsweise einer der Nachwächter hat uns ja gesagt, wie wir das machen. Nämlich, dass wir 100 Mithril-Erze sammeln müssen. In der Gebirgsmine da. Aber wir haben auch so viel, ja sogar mehr. Genau. Und damit können wir das dann quasi aufwerten. Und dann haben wir so ziemlich die mächtigste Waffe, die man in dem Spiel haben kann. Vorerst jedenfalls. Also gehen wir mal rasch zum Schmied. So, sprechen wir mal. Wie ich sehe, habt ihr das Bastardschwert des Eises bei euch. Scheint aber nicht mehr ganz so scharf zu sein, was? Ja, genau wie du. Wenn ihr wollt, kann ich mit Hilfe von 100 Mithril-Erzen das Schwert wieder zu alter Stärke schmieden. Ja, natürlich Schwert verbessern. Sehr gerne. Dann gebt mir mal euer Schwert. Fermi übergibt dem Schmied das Bastardschwert des Eises. Danke sehr. Ein bisschen schneller, wenn es geht, ja. Hier, es war ein hartes Stück Arbeit, aber nun ist euer Schwert fertig. Verbessertes Bastardschwert des Eises erhalten. Möge dieses Schwert euch gute Dienste leisten. Und eiskalter Stahl. Quest abgeschlossen. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin schwer beschäftigt. Alles gut, mit der Ruhe. So, jetzt das Bastardschwert des Eises hat Grundangriff 300, aber mit dem Berserker Ring 345. Das ist extrem viel. Das ist ja jetzt über 100 mehr quasi. Also über 100 Angriffspunkte mehr, als wir vorher hatten. Und das ist echt verdammt viel. Ich nehme an, ihr wollt nach Lobby reisen? Ja. Denn ich habe nochmal nachgesehen und ich weiß jetzt, wo dieses eine sechste Sonnensymbol ist, was ich wohl vorhin irgendwie übersehen habe. Nämlich hier im Bauernhof. Genau genommen. Hier hinter dem Kuhzaun. So, dann schauen wir doch mal nach. Aha. Camilla, geboren im Jahre 466 nach Bertram in Wengul, Hauptstadt vom Kontinent Terras. Mit gerade einmal zarten 16 Jahren trat sie eine weite Schiffsreise mit ihren Eltern an, um mit dem jetzigen König Siegfried vermählt zu werden. Dadurch wollte man ein Bündnis zwischen den Königshäusern von Gadelius und Terras sichern. Auch wenn Camilla anfangs nicht viel von Siegfried hielt, hatte sich mit der Zeit doch eine tiefe Zuneigung zu ihrem Ehegatten entwickelt. Na, das ist doch schön. Tja, dann haben wir jetzt tatsächlich erstmal soweit alle Charakterprofile, die man einsammeln konnte, hoffe ich. Tja, und ansonsten können wir jetzt tatsächlich erst einmal wieder zurück nach Königsstadt und die Rattenquest auch sogar erledigen. Machen wir natürlich direkt. Was? Ihr habt mir wirklich 100 Ratten gebracht? Das ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Oh Mann, dann muss ich euch die Belohnung, die ich euch versprochen habe, hier wirklich geben. Naja, sei es drum. Ich muss jetzt zu meinem Wort stehen. 5-mal Fasspombe erhalten.
Diese Fastbomben sind sehr selten. Sie richten enormen Schaden bei Gegnern an. Wenn ihr also von mehreren stärkeren Gegnern umstellt seid, ist das eigentlich genau das Richtige. Aber setzt sie mit Bedacht ein. Ihr habt schließlich nur 5 Stück davon. Die Fastbombe auf schwache Gegner oder einen einzigen zu werfen, wäre Verschwendung. Es sei denn, es handelt sich um einen besonders starken Gegner. Was ich euch sagen will, ist, teilt sie euch gut ein. Und weiß es gefälligst zu schätzen, dass ich euch so etwas Besonderes als Belohnung gegeben habe. Und eins noch, falls ihr mir weiterhin noch die ein oder andere Ratte bringt, werde ich euch immer eine weitere Belohnung geben. Genauer gesagt, für jede weitere Ratte gibt es auch genau ein Item als Belohnung. Was das für ein Item ist, ist immer unterschiedlich. Kommt halt drauf an, was ich so gerade alles bei mir habe. Wie auch immer, ihr habt mir schon einiges an Arbeit abgenommen. Mal sehen, wen ich als nächstes für weitere 100 Ratten anheuern werde. Ja. Rattenquest abgeschlossen und die Errungenschaft Rattensäuberung. Was sagt man denn bitte dazu? Das ist doch schön, aber wir haben noch, ich muss mal schauen, noch 6 weitere Ratten bedeutet noch 6 weitere Items, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollte ich erstmal noch zum Königsschloss gehen. Und dem König sagen, dass wir unseren dritten Auftrag natürlich mal wieder mit Bravour gemeistert haben. Ihr seid zurück. Und was habt ihr mir zu berichten? Nichts Gutes, fürchte ich. Unsere schlimmsten Befürchtungen hatten sich leider bestätigt. Die gesamte Streitmacht wurde ausgelöscht. Doch nicht die Orks sind dafür verantwortlich, sondern ein Dämon. Ein Dämon, der in der Gebirgsmine lebt. Ein Dämon? Völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Oh, da ist schon wieder ein Wort abgeschnitten. Dämonen sind doch nur eine Legende. Und was ist mit den Walddämonen? Das sind ja keine richtigen Dämonen. Man nennt sie nur so, weil die Aussehen an Dämonen erinnert. Ich verstehe. Aber das war ein echter Dämon. Da bin ich mir absolut sicher. Ein übermächtiger noch dazu. Ich habe selbst gesehen, wie er 700 Nachtwächter mit nur einem Angriff vernichtet hat. Und dieses Wesen hat mit Sicherheit das gleiche mit eurer ritterlichen Armee gemacht. Und das war bei weitem noch nicht alles. Es gibt noch immer viele Orks in den Minen, so viele, dass es gereicht hat, nahezu alle dort anwesenden Nachtwächter zu töten. Danach haben wir uns noch durch den Finsterforst gekämpft, wo wir vor einer unverwundbaren Kreatur fliehen mussten, die einen Menschen äußerst ähnlich sah. Einer Kreatur, die außerdem Menschen in willenlose Eismenschen verwandeln kann, wenn es sie verletzt, die dann nur darauf aus sind zu töten. Und mit etwas weniger Glück würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hier sein. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, welche Gefahr ich euch ausgesetzt habe. Offensichtlich ist das, was hier in Zimmer stattfindet, weitaus schlimmer als befürchtet. Ich werde aber nicht zulassen, dass diese Wesen einfach so weiter existieren. Solche Wesen sind einfach zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Sie sind eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Ich brauche die 8 besten Krieger der Welt, die begabtesten Sonnensöldner überhaupt. Es hieß in der Legende, haben einst die 8 besten Krieger der Welt vor 10.000 Jahren das Böse besiegt. Es braucht keine Streitmacht, um diese Wesen auszulöschen. Es braucht einfach nur 8 Auserwählte. Und der Sonnenorden wurde einst gegründet, vor ungefähr 10.000 Jahren, um eben das Böse zu bekämpfen. Sonnensöldner sind darauf spezialisiert. Deswegen hatten meine Ritter und viele andere keine Chance, da diese Wesen gegen normale Waffen immun sind. Doch ich bin mir sicher, wenn ich die 8 mächtigsten Sonnensöldner beisammen habe, werden sie dem Spuk ein Ende machen. Ich werde sämtliche Boten schicken, die sie dann auffinden und zu mir bringen. Oh, und ihr wollt sicher auch noch eure Belohnung für eure Mission. Kommt, ich gebe euch sogar noch etwas drauf, weil ich euch in so große Gefahr gebracht habe. Nun ja, es ist ja eigentlich nicht eure Schuld. Wir sind von uns aus in das Reich der Orks gegangen. Aber das Gold nehmen wir trotzdem gerne an. So gehört sich das. 30.000 Gold erhalten. Nun denn, ihr habt alle 3 Aufträge von mir mit Bravour erfüllt. Nun habe ich noch eine kleine Bitte. Ihr müsst dazu mit dem Schiff fahren, nämlich zur Insel Mühlenstein. Diese Insel ist zwar einige Meilen entfernt, gehört aber auch zu unserem Kontinent. Dort müsstet ihr zu der Kornmühle, um dort eine Getreidelieferung für mich abzuholen. Es ist an sich eigentlich kein besonderer Auftrag, nur nun ja. Seit einigen Jahren gibt es dort blutige Schlachten zwischen den Rittern der Morgenröte und den Rittern der Abenddämmerung. Es sind beides Ritterorden, die gegen Banditen und dergleichen kämpfen, um Recht und Ordnung auf der Insel zu wahren.
Doch eines Tages fingen sie an, sich gegenseitig zu bekämpfen, da diese Orden behaupteten, der jeweils andere Orden nehme ihnen die ganze Arbeit weg. Sie behaupteten, es kann nur ein Ritterorden geben, der diese Insel beschützt. Tja, und seit diesem Tage liefern sie sich mindestens eine blutige Schlacht pro Tag. Versucht einfach nicht, zwischen die Fronten zu geraten. Schade. Ich verstehe, wir werden schon auf uns aufpassen. Im Vergleich zur letzten Mission wird das mit Sicherheit ein Spaziergang werden. Oh, bevor ich es vergesse, ihr braucht noch ein Schiffsticket, um mit dem Schiff fahren zu können. Normalerweise kostet es natürlich etwas, aber in meiner unendlichen Großzügigkeit schenke ich es euch einfach. Ja, so ein Glück. Schiffsticket erhalten. Ich danke euch vielmals. Wir sind schon bald wieder zurück. Und abgeschlossen. Und die nächste Hauptmission. Nun möchte der König, dass wir für ihn eine Getreidelieferung von der Insel Mühlenstein abholen. Dafür müssen wir uns zum Hafen begeben und dann mit dem Schiff zur Insel gelangen. So ist es. Fragt einer den Schlüsselmeister, und was macht ihr so beruflich? Schlüsselmeister? Ich mache Schlüssel nach. Darauf der andere, ach ja, wie machen Schlüssel denn? Ahahaha, das war doch ein echter Karlauer, nicht wahr? Nicht? Na gut, ihr nehmt was Besseres auf Lager. Ich bin wirklich sauer auf meinen Vater, weil er euch so großer Gefahr ausgesetzt hat. Ich zähle auf euch, wie immer. Ich bin wirklich froh, dass es euch gut geht. Das hätte auch genauso schief gehen können. Ihr hattet großes Glück. Nein, Können. Pures Können. Seltsam. Ich habe auf einmal das dumpfe Gefühl, dass ich euch zum letzten Mal sehe. Ach, bildest du dir alles nur ein? So, dann gehen wir auf alle Fälle wieder zurück. Da haben wir ja wirklich noch sehr viel Gold zusammenbekommen. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Und davon will ich mir definitiv auch viele Monis kaufen, so wie sich das gehört. So, erstmal natürlich nach Laubheim. Von da aus geht es dann ja nochmal nach Sumpfhausen. Und da nach Port Vistol. So, jetzt hier gerne will ich mal was kaufen. Am besten erstmal so 14 kleine, damit wir dann insgesamt wieder 10 große gleich haben. Molly ist auch irgendwie, wir haben 5. Da können wir uns auch noch 5 weitere mindestens leisten. Aber 10. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlicher Sparfuchs. Ja, komm, wir haben 39 hochwertige Tränke, das reicht sowas von vollkommen. Riesalz haben wir auch noch genug. Angriffsstein wäre gar nicht so schlecht, aber nein. Ja. So, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall wieder natürlich zurück zur Königsstadt. Ob wir uns da noch was Besonderes kaufen können, ich glaube tatsächlich aber nicht. Nee, sieht nicht so aus. Aber... kein Aber. Ich glaube, wir... Eigentlich brauchen wir ja im Prinzip gar nichts, wenn ich recht überlege, aber eventuell noch so was Besonderes hier, genau wie so ein Samen oder so. Stärkesamen vielleicht, so können wir uns mal erlauben. Bei dem ganzen Gold, 3 Stück. Und dann gibt es ja noch die Ratten, die wir gleich abgeben können, aber erstmal werde ich auf jeden Fall hier nochmal zum Hafen gehen. Ihr habt das Schiffsticket, wunderbar, willkommen an Bord. So, und da ist noch die letzte Ratte. Na, komm. Moin, Lontrodden. Dass mir hier ja auch nicht so krank werdet, Lontrodden. Ja. So, bevor wir jetzt mit dem Captain sprechen, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal alle 7 Ratten noch abgeben, alle zusätzlichen 7.
Und da jeweils auch nochmal ein Item vom Rattenfänger zu bekommen, ein zusätzliches. So, speichern. Oh, noch ein Ratten, ich sehe, sehr schön. Hier, nimmt dieser zweite Belohnung. Ein Stärke sammelt wieder. Sehr schön. Und als nächstes ein Lebenssamen, auch sehr gut. Nochmal ein Stärkesamen. Ein Energiesamen. Noch ein Energiesamen. Und noch ein Energiesamen. Und ein Lebenssamen. Und ja, wir haben keine Ratte mehr. Ja, da haben wir ja wieder schön einiges bekommen. Das freut mich. So, Lebenssamen. Ja, ich habe ja genug, wie man sieht. Er eigentlich auch. Ja, im Prinzip für sie dann wieder. Energiesamen für... ja, ich würde tatsächlich sagen für ihn, wegen seiner AOE-Fähigkeit. Ja, doch. Und Stärkesamen. Ja, das nehme ich jetzt aber alles für mich. So. Wunderbar. Dann haben wir tatsächlich hier soweit erstmal... im Prinzip alles erledigt, was man erledigen kann. Denke ich. Ja, okay, wir haben jetzt nicht jede einzelne Errungenschaft, aber ich sag mal, es gibt Errungenschaften. Da muss man irgendwie 30 von diesen Skorpionen töten und. Nee, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. So genau muss es ja jetzt auch nicht sein. So, ich spreche auf jeden Fall nochmal. Und ja, und dann werden wir tatsächlich mal mit dem Schiff aufbrechen und Richtung Insel Mühlenstein fahren. Aber das dann eben auch im nächsten Part. Doch, bis es weit ist, würde ich immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.